Vor ihr lag ein niedriger, quadratischer Raum, dessen graue Betonwände gelegentlich von einem Stück Fels durchdrungen wurden, wodurch er den Anstrich eines unterirdischen Verlieses erhielt. Offensichtlich eroberte sich der Berg auch über diese Höhlen die Hoheit zurück. An einigen Stellen fiel der Putz ab und gab den Blick auf zerbröckelndes Mauerwerk frei, Wasser quoll aus den Spalten hervor und hüllte eine Bausubstanz aus. Noch während sie die Wände betrachtete, war ein Knacken zu hören, und ein haarfeiner Riss grub sich in den Putz. Von Sporen durchsetzte, schwere Luft, die von einem Luftschacht in der Decke unzureichend bewegt wurde, drang in ihre Nase und verursachte ihr Übelkeit. In einer Ecke des Raumes war eine Miniaturkamera an der Decke angebracht, deren Auge Lea sofort auf sich ruhen spürte. Einige Kunstdrücke, die mit Klebeband angebracht waren, sowie Holzregale verzierten die nackten Wände. Die Regale waren überwiegend mit in Leder gebundene Bücher bestückt, die sich auf den zweiten Blick allerdings als billige Sammlereditionen entpuppten. Zudem gab es viele Titel doppelt, wie sie anhand der identischen Buchrücken höchst irritiert feststellte. Auf der einen Seite des Raums stand ein Feldbett, doch genau wie die Bücher wirkt es mehr wie eine Attrappe, denn wie ein realer Alltagsgegenstand. Lea trat einen Schritt weiter in den Raum hinein und überlegte, ob der Kollektor vielleicht beschlossen hatte, sie in Einzelhaft zu stecken, bis Adam wieder zur Vernunft gekommen war. Sie konnte sich gut vorstellen, dass diese Zelle aus seiner Sicht ihre menschlichen Bedürfnisse abdecken würde. Ein Bett und etwas zum Lesen. Weit ab von den anderen Sammlerobjekten, die vom Duft ihres Blutes halb wahnsinnig wurden. Mit einem Seufzer schloss sich die Tür hinter ihr und gab den Blick auf einen schäbigen Kaminsims aus Sperrholz frei, in dem anstelle eines Feuers eine nackte Glühlampe brannte. Davor standen ein Tischchen, auf dem ein Teeservice mit grünem Blumenmuster angeordnet war, und zwei gewöhnliche braune Sessel. In einem von ihnen saß Etienne Carrier und schob die Lesebrille auf der Nase zurecht. Auf dem Knie balancierte er eins der Bücher mit Kunstlederumschlag. »Besuch«, sagte Professor Carrier mit einer Freundlichkeit, als hätte Lea höflich an seiner Bürotür angeklopft, um seine Sprechstunde aufzusuchen. »Nehmen Sie doch bitte Platz, Lea, und erzählen Sie mir ein wenig vom Lauf der Welt.« Lea starrte ihn fassungslos an. Dort saß tatsächlich Etienne Carrier, vielleicht noch ein wenig asketischer wirkend und schmaler, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte. Aber keine Narben, keine fehlenden Körperteile, nur ein seltsam vergeistigter Ausdruck, den sie nicht zu deuten wusste. Aber es war unbestreitbar Professor Carrier. Adam hatte also doch recht gehabt. Es war Adelbert nicht gelungen, Carrier zu zerstören. Stattdessen hat ihn der Kollektor seiner Sammlung einverleibt. Ob dieser Handel schon bestanden hatte, bevor Adelbert einen Fuß in Carriers schöne Villa gesetzt hatte? Adelbert, der Ohnmächtige, der für einen Moment lang die Vorstellung genießen durfte, die totale Herrschaft über seinen ehemaligen Herrn gewonnen zu haben, um ihn im nächsten Augenblick wieder ausliefern zu müssen. Ob Adam das geahnt hatte? Wahrscheinlich ja, denn auf einmal erschien Lea der Gedanke absurd, Adelbert könnte jemals die von Dämonen beseelte Söldnerin Truss für seine Angelegenheiten angeworben haben. Dazu brauchte es schon mehr als die Rachegelüste eines verstoßenen Dieners. Mit hölzernen Bewegungen nahm sie den angebotenen Platz ein und beobachtete den Professor, als verberge sich hinter seiner heiteren Miene die Antwort auf unzählige Fragen. Professor Carrier störte sich wenig an dieser Unhöflichkeit. Er nahm die Lesebrille ab und legte sie sorgsam auf den Kaminsims. »Ein wenig Tee?« fragte er mit seiner melodiösen Stimme. Geduldig wartete er ab, bis sie sich zu einem Nicken durchdringen konnte. Dann zauberte er unter dem Tisch eine zweite Teetasse samt Untersätze hervor und platzierte sie mit großer Akribie vor Lea. Automatisch fragte sie sich, welchen Besuch der Professor ansonsten hier in seinem, dem natürlichen Lebensraum nachempfundenen Kerker empfing. Saß er in trauter Zweisamkeit mit Adelbert zusammen und sie redeten über alte Zeiten? Allein bei der Vorstellung wurde Lea ganz elend. Noch elender wurde ihr, als Professor Carrier zur Teekanne griff und ihr einschenkte.
Es kam nichts heraus. Kein Tee, nicht einmal Wasser. Davon unberührt stellte der Professor die Kanne zurück auf das kalte Stöfchen. »Zucker?« fragte er. Lea schüttelte kaum merklich den Kopf. »Kann ich auch nicht ausstehen«, erklärte er im schönsten Plauderton. »Verklebt einem irgendwie die Zähne.« In diesem Moment erklang ein ohrenbetäubendes Dröhnen, als hätte ein Blitz in einem Container voller Holzspäne eingeschlagen. Denn obwohl das Geräusch in Leas Ohren nachhallte, erschien es doch zugleich unendlich weit weg. Als liege eine ganze Welt dazwischen. Leas Teetasse war umgekippt, der Goldrand angeschlagen. Sie stellte sie wieder auf und legte dann rasch den Arm auf die Sessellehne. Sie brauchte dringend etwas Reales, an dem sie sich festhalten konnte. So saßen sie eine Zeit lang schweigend beisammen, wobei Professor Carriers Gesicht einen abwesenden Ausdruck annahm. Gerade so, als wäre ihm entfallen, dass Lea nach all den Jahren plötzlich wieder vor ihm saß. An diesem skurrilen Ort, tief unter der Erde. Beide Gefangene eines Irren, der von einem Dämon besessen war. Plötzlich regte sich der Professor wieder und Lea schwor sich, dass, sollte er Anstalten machen, aus seiner leeren Teetasse zu trinken, sie dann schreiend mit dem Kopf gegen die Metalltür rennen würde. Aber er tastete nur nach der Brille auf dem Kaminsims, als wolle er sich versichern, dass sie an Ort und Stelle lag. »Was lesen Sie denn da?« fragte sie und deutete auf das Buch, das immer noch aufgeschlagen auf seinem Knie lag. »Oh!« Er brauchte einen Moment, um sich zu sammeln. Dann wechselte er direkt in seinen Vortragssingsang über. »Eine ungemein spannende Abhandlung über den Menschen als Menschen an sich?« »Interessiere mich nun schon seit längerem für Psychologie, durchsetzt mit Anthropologie und Soziologie, sowie einer Prise Astrologie. Diese Kombination erscheint mir angemessen. Denn bei einem derart komplexen Thema kommt man mit einer einzigen Sichtweise nicht besonders weit. Da muss man schon offen sein und neue Wege beschreiten. Demut vor dem Objekt. Der Mensch war ja schon immer mein Steckenpferd, wie Sie vielleicht wissen, und da lernt man ja bekanntlich nie aus. Darum ist dies ein besonderes Werk, gehört zum Kanon, regelrecht empfehlenswert, wenn nicht sogar zwingend, wenn man sich dem Menschen in seiner brillanten Komplexität annähern will. Da muss man auf Scheuklappen verzichten und darf nicht immer nur geradeaus schauen.« Allmählich versiegte der Redefluss und Professor Carrier schaute sie mit einem Ausdruck an, als habe er den roten Faden verloren und hoffte, dass sie ihm wieder auf die Sprünge helfen würde. Einen Moment lang versuchte Lea, aus dem eben Gehörten schlau zu werden. »Wie lautet denn der Titel dieses herausragenden Werkes?« Mit zwei Fingerspitzen tippte Professor Carrier kurz gegen seine Unterlippe, dann griff er nach dem Buch und hielt es hoch, damit sie den Umschlag sehen konnte. Ein Mann mit Cape, eine vor Ekstase fast besinnungslose Frau, ein Garten im Mondschein. Professor Carrier dozierte über einen Liebesroman, einen sogenannten Nackenbeißer. Wie passend, befand Lea, während ein kleiner Schwall hysterischen Kicherns ihre Lippen passierte. »Bemerkenswerter Lesestoff, wenn man ihn richtig zu handhaben weiß. Ich besitze noch weitere Werke der Autorin«, sagte der Professor im Ton eines stolzen Sammlers. »Und sogar jeweils mehrere Exemplare«, erwiderte Lea matt. »Sie nutzen sich rasch ab.« Sie warf ihm einen prüfenden Blick zu. Dieses Gespräch konnte er unmöglich ernst meinen. Aber so sehr sie auch danach suchte, sie konnte nirgends das verräterische Aufflackern in Professor Carriers Augen erkennen, dass er sich innerlich ausschüttet vor Lachen. Sie dachte an die Kamera, die ihr durch den Raum gefolgt war, und stellte sich Adelbert vor, der sich im Anblick eines völlig verwirrten Etienne Carriers ergötzte. »Und was treiben Sie zurzeit?«, fragte der Professor. Seine Hände machten Anstalten, die leere Teetasse zu umfassen. Leas Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »Ich nehme mir gerade eine kleine Auszeit von Adam, der kurz davor ist, den Kampf gegen den Dämon zu verlieren.« Professor Carriers Finger wanderten zurück zu seiner Unterlippe, den Blick unstet auf die Glühlampe im Kamin gerichtet. »Dämon«,
wiederholt er sanft. In dem Augenblick wusste Lea, dass sie einen Fehler begangen hatte. Eigentlich hatte sie den Professor lediglich reizen wollen, damit er die verdammte Teetasse in Ruhe ließ. Gleichzeitig war die Provokation ein Versuch gewesen, ihn aus seiner Versenkung hervorzulocken. Professor Carriers Gesichtsausdruck zufolge war ihr das auch durchaus gelungen. Sie hatte Don Röschen wach geküsst, nur dass Don Röschen sich gerade als böse Fee entpuppte. Mit einem Mal waren Professor Carriers Züge von einer Härte überzogen, die Lea nur allzu gut von Adam kannte. Der Dämon gab sich die Ehre. Die feinen Augenbrauen surrten mittig zusammen, die Nasenflügel blähten sich auf, die Kiefermuskeln sprangen scharf hervor. Obschon der Professor sie nicht direkt ansah, war sie sich sicher, dass alles Verträumte aus seinen Augen mit einem Schlag verschwunden war. Stattdessen würde eine Klarheit Einzug gehalten haben, die ihr Ziel vor sich wusste. In einem Moment dachte Lea noch über Flucht nach, im nächsten umfing sie der Sog des Dämons. Es schien, als wäre sie magnetisch angezogen. Unweigerlich. Einem Naturgesetz folgend, das besagte, Gegenwehr ist sinnlos. Lea keuchte. Als der Professor sie schließlich ansah, blinkten schlagartig alle Warnlichter gleichzeitig auf. Das innere Alarmsystem fackelte ein Feuerwerk ab. Leas Körper reagierte sofort. Mit einem Handschlag wischte sie das Teeservice vom Tisch. Die Kanne und die Tassen knallten gegen die Wand, zersprangen in Bruchstücke. Zwei kleine Blechlöffel flogen hinterher und einer davon zerschlug die Glühlampe im Kamin, wie sie mit Genugtuung feststellte. Das eben noch hoheitlich erstrahlte Antlitz des Dämons zuckte vor Raserei, um augenblicklich verbannt zu werden. Ein bekümmert dreinschauender Professor Carrier wandte sich dem Chaos aus Porzellan zu, als hätte es die Sekunde der Machtübernahme durch den Dämon nicht gegeben. »Meine Liebe, wie konnte das nur geschehen?« Er schüttelte den Kopf und hob einige der Scherben auf. Als eine Spitze sich ins Fleisch seines Fingers bohrte und einige Tropfen Blut aus der Wunde hervordrangen, hatte Lea bereits die Metalltür erreicht und versuchte verzweifelt, ihre Finger in den Raum zwischen Rahmen und Tür zu graben. Über die Schulter schaute sie zur Kamera und formte mit den Lippen die Worte: »Mach die Tür auf, Adelbert!« In ihrem Nacken konnte sie deutlich spüren, wie der Dämon sich den Weg zurück an die Oberfläche erkämpfte und den Raum mit elektrisierender Luft erfüllte. Endlich schnappte die Tür langsam auf und sie fand sich atemlos in der Schleuse wieder. Hektisch fuhr sie sich mit den Händen über den Körper, aber da war nichts. Auch wenn es sich so angefühlt hatte, niemand hatte kleine Widerhaken ausgeworfen, die sich in ihrer Haut verfangen hatten und nun versuchten, sie in den Raum hinter der Tür zurückzuziehen. Trotzdem war das Gefühl, berührt worden zu sein, immer noch da, als Adelbert sie gemeinsam mit Randolph vor der zweiten Tür im Empfang nahm.